Hey Leute, im heutigen Video geht es um das Einparken in Queraufstellung. Das Einparken in Längsaufstellung habe ich euch schon gezeigt. Das Einparken in Queraufstellung ist ein bisschen was anderes, ne? Und das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Hey Leute, im heutigen Video geht es ja um das Quereinparken. Der Prüfer wird euch rechtzeitig sagen, dass wir neben dem roten PKW einparken wollen. So, das heißt, ihr fahrt mit Blinker rechts komplett dran vorbei. Wichtig ist hier Seitenabstand halten, dass ihr nicht zu dicht dran vorbeifahrt. Und dann so weit vorbeifahren, dass ihr komplett an dem roten PKW dran vorbei seid. Also direkt mal hinschauen. Wenn eure C-Säule komplett dran vorbei ist, dann passt das. Dann bleibt ihr stehen, Rückwärtsgang rein, Blinker haben wir schon an, schauen, dass das so weit passt. Und dann fahren wir rückwärts in einen engen Bogen um die rote Stoßstange. Ja, also wirklich zu sehen, dass ihr da relativ eng drum zukommt, weil sonst haut das nicht hin. Ja, und dann schaut ihr einfach nur noch, wann stehen wir parallel zu dem roten. Ja, vorne mal gucken, so. Ja, Lenkung wieder gerade, so hinten durch die Heckscheibe gucken, über die Kamera jetzt, weil wenn ihr die habt, dann könnt ihr die natürlich nutzen, um zu sehen, wie viel Abstand habt ihr hinter dem Fahrzeug. So, dann bleibt ihr stehen. Wenn die roten Balken dran sind, dann ist alles gut. So, wenn ihr zu weit rauskommen solltet, das zeige ich euch auch nochmal. Wenn ihr also euch nicht traut, früh genug den Bogen zu fahren. Wir fahren wieder komplett dran vorbei, das passt. Rückwärtsgang rein, Blinker nach rechts. So, und jetzt fahrt ihr ein bisschen zu weit rum. Ich lenke jetzt extra erstmal ein bisschen später ein. Und wir haben jetzt sehr viel Platz gleich rechts zum PKW. Ja, das seht ihr jetzt. Ja, dann bleibt rechtzeitig stehen, wenn ihr seht, Mensch, ich bin ja viel zu weit da und links komme ich vielleicht zu weit an das andere Fahrzeug, wenn da eins stehen würde. Nehmt den ersten Gang, lenkt die Lenkung nach links und dann seht ihr, dahinter, der kommt wieder rechts zum roten PKW rüber. Ja, vorne natürlich mal gucken mit dem weißen. So, und wenn ihr parallel neben den roten steht, Lenkung wieder gerade, Rückwärtsgang rein und gerade wieder zurückfahren. Hinten durch die Heckscheibe mal gucken und dann mit der Kamera wieder arbeiten die letzten Meter und wenn ihr passend steht, dann bleiben wir stehen und dann passt das. Auch hier ist wichtig, dass ihr dem Prüfer sagt, ich bin fertig, weil dann kann der Prüfer kontrollieren, alles klar, seitlicher Abstand passt und dann geht es weiter. Das ist das Quereinparken. Eine reine Übungsgeschichte, je öfter ihr das macht und wir üben das rechtzeitig und oft in der Ausbildung, dann kriegt ihr das auch locker hin. Wichtig ist, seitlicher Abstand zu dem Fahrzeug, nicht zu dicht dran vorbeifahren. Und weit genug vorfahren. Das sind die zwei wesentlichen Sachen, weil wenn ihr die schon in der Prüfung verkehrt macht, zu früh anhaltet, zu dicht dran vorbeifahrt, macht ihr es euch unnötig schwer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Markus.